Okay, ich kann nur das machen oder das. Wie soll ich beides gleichzeitig machen? Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es überhaupt. Was ist denn hier an der Seite? Da war ich. Es geht zu schnell hoch, als wenn ich drüber springen könnte. Okay, ich guck mir das mal an und bin gleich wieder bei euch. Bis gleich. Und willkommen zurück. Ich hab's geschafft. Musste erst auf dem einen gehen und dann auf das andere und so weiter. Also, ich weiß jetzt, wie es geht, aber guckt es euch an. Es ist so geil. So göttlich. Einfach nur. Die Idee werde ich nie gekommen. Wow. Hey, haben die mich hier hart verarscht? Komm. Okay. Nein. Schade. Komm, gib mir die Flasche. Ha! Ich habe eine Flasche, ihr Flaschen. So, wo muss ich jetzt hin? Okay. Aber ey, es ist doch mal Zeit, meine Waffen aufzurüsten. Und zwar. Ach ja, ich rüste mal die Vorpel-Klinge komplett auf. Die Vorpel-Klinge. Jetzt haben die mich schon wieder verarscht. Das geht gar nicht.
Und ich dachte schon, ich würde irgendwie rausfliegen. Wieso wird das jetzt böse? Au. Wollte ich eigentlich nicht gegen. Au, da wollte ich eigentlich auch nicht gegen. Ah, fahren wir mal in die Richtung. Boah, verdammt. Hab jetzt schon drei Rosen weniger. Wow. Ja. Ja. Ah, scheiße. Wieso muss das nur immer das sein, wenn man es nicht hinbekommt? Komm. So macht man das. Au. Verdammt. Aua. So. Jetzt machen wir es ganz. Ja. Ey, das ist hier. Gekommen, um dein Werk zu bewundern, kehrst an den Ort des Verbrechens zurück. Es musste sein, Katze, du hast es selbst gesagt. Du und die Rote Königin, ihr könnt nicht beide überleben. Sie ist ein Krebsgeschwür in deinem Körper. Töte sie oder geh unter. Ja, sie war das Gesicht des Bösen im Herzen der Finsternis. Sie war letztes Mal nicht nett zu dir. Hast doch deinen Kopf verloren. Sie war völlig verstört. Du hast ihre Krone an dich genommen. Aber jetzt hast du sie abgesetzt. Du musst mit ihr sprechen, mit dem, was von ihr übrig ist. Okay. Du bist hier nicht erwischt. Das merke ich irgendwie. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegen könnte. Yo. Boah. Die Klinge ist geil. Ohne Spaß jetzt. Die Klinge macht so viel Bock. Warte mal. Haben wir da tatsächlich einen Totenkopf in Herzform? Was für ein Scheiß haben die sich einfallen lassen. So, ich wette. Genau, da kommt jetzt ein Pilz. Gar nicht gut.
Wir bekommen neue Herzen. Das ist doch mal schön. Erlös, ich kenne doch deine ausgeprägte Rätselleidenschaft. Was kommt als nächstes in der Folge 1, 3, 4, 7, 11? 13. Spielst du jetzt die Unterbelichtete? Hat zwei Flügel und kann nicht fliegen, hat einen Rücken und kann nicht liegen, hat ein Bein und kann nicht stehen, kann wohl laufen, nicht aber gehen. Die Nase. Du erstaunst mich immer wieder. Aber es waren doch alles Primzahlen. Wieso habe ich denn nicht eine Reihe der Primzahlen gemacht? Ich tue nicht verstehen. Ich wissen garantiert nicht, was wo sie ist mit Primz. Aua. Lauf weg. Was ist mit dem Pferd? Okay, also die sind sehr, sehr anfällig gegen das Pferd. Super. Dann nehmen wir doch das Pferd. Warte mal. Das Rote Königreich liegt in Trümmern, aber du bist auch nicht gut dran. Als du sie besiegt hast, versuchte ich das Schloss wieder zu erlangen. Aber ihre Ungetüme griffen mich an. Die heimtückische Hure herrscht noch immer. Ich habe eine Bitte an Sie. Ich muss unbedingt hinein. Der einzige Weg hinein führt durch mich. Dazu muss man Opfer bringen. Wer das sagt, meint meist, dass die anderen Opfer bringen müssen. Zynismus ist eine Krankheit, aber heilbar. Nimm dich drinnen in Acht vor dem kolossalen Killer, der dort patrouilliert. Greife ihn nicht an. Er ist unbesiegbar. Nun, schneide mich los. Ich zeige dir, was ein Opfer ist. Okay. Eine Erinnerung. Bedarf es harter Entscheidungen. Oft muss man schwere Opfer bringen, um sein Ziel zu erreichen. Okay. Das ist